Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der Look Fantastic Beauty Box und zwar als Jahresstart in 2022 Januar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe sie selber im Abo, zahle 15,50 Euro pro Monat, weil sie erscheint monatlich und ich habe das Jahresabo. Sie kostet zwischen 15,50 Euro und 20 Euro pro Box, je nachdem, welche Abo-Variante man so wählt. Und es ist eine Beauty-Box, die aus England kommt und wir zahlen aber keinen Zoll oder sowas dafür, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe gerade den Karton im Wohnzimmer liegen lassen, aber die haben auch so Stellen hier halt in Deutschland, ne, sodass du quasi keinen Zoll zahlen musst. Das ist sehr, sehr gut zu wissen, finde ich. Ich finde es sehr wichtig und ich habe immer mal wieder ab und an eine Kooperation mit denen, wo ich dann halt zwei Boxen habe, sodass ich eine verlosen kann. Habe ich dieses Mal leider nicht das Glück und genau, deswegen zeige ich euch einfach mal, was in meiner Box drin ist. Wir haben 5 Beauty-Produkte hier drin enthalten und da sind oft sehr hochpreisige Marken drin, dafür aber etwas kleinere Produkte. Und so können wir uns einfach mal durch diese High-Quality-Geschichte durchstöbern. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Falls ich schon gesagt habe, doppelt gemoppelt, hält besser. Jo, wir haben jetzt hier so eine mintgrüne Geschichte. Das erinnert mich von der Farbe natürlich so ein bisschen irgendwie an Krankenhaus. Andererseits aber auch ein bisschen an meinen Lidschatten-Look. Das ist ziemlich witzig, denn ich habe mich geschminkt, bevor die Box heute angekommen ist. Das ist die Huda Beauty Emerald Obsessions Palette. Die war irgendwann mal irgendwo in irgendeinem Adventskalender drin. Und monatliche Box, Beauty Box und ich, Schwester von der Glossy Box. Das ist auch, glaube ich, ganz interessant zu wissen. Und ich habe auch einen Code, das ist so ein Freunde-Werben-Freunde-Code. Da bekommst du ein bisschen Rabatt und oder Points für, das weiß ich gerade gar nicht. Und ich bekomme dadurch auch ein paar Points, sodass ich dann im Look Fantastic Online Shop zum Beispiel da shoppen kann. Und die haben auch echt sowohl Drogeriemarken im Sortiment als auch sehr hochpreisige High-High-High-End-Produkte. Ja, moin. Und wir haben im Deckel auch immer was drinstehen. Happiness starts from within. Und das bedeutet halt, dass die, ja, das Glücklichsein von innen herauskommt. Und das stimmt halt volle Elle, ne? Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist einfach true. True, true. So, hier habe ich auch endlich mal wieder ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit in der Box. Und cool finde ich, dass sie das Heftchen auch irgendwie in den letzten Monaten etwas überarbeitet haben. Denn wir haben hier einfach so ein mattes, ich würde fast schon sagen, dass es irgendwie so ein natürliches Papier ist oder sowas, ne? Halt nicht irgendwie so behandelt oder so. Und das Heftchen ist auf Englisch und da stehen, also so ein Editorial ist da drin, das lese ich jetzt aber nicht vor, weil A relativ lang und B halt auf Englisch. Und hier sind schon die Produkte aufgeführt, also wer sich nur daran jetzt interessiert hat, was in der Box ist, tada, dies war euer Spoiler. Aber wir gucken uns gleich mal die Produkte nochmal von innen an. Die haben das jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Sonst hattest du halt immer ein bisschen größere Bilder, ein bisschen mehr Beschreibung dazu und bis vor ein paar Monaten standen auch noch Preise mit dabei, die stehen gar nicht mehr mit hier drin. In diesem Heftchen sind einfach viel mehr Beauty Facts oder Interviews oder so mit dabei, ne? Und dann haben wir noch einen Sneak Peek für Februar und zwar ist das Pixi Skin Treats Glow Tonic. Das ist ein Exfoliating Toner mit 15 Millilitern. Den werden wir auf jeden Fall im Februar drin haben. Das ist doch schon mal ganz nice, ne? Also wir haben tatsächlich hauptsächlich auch in der Look Fantastic Beauty Box vor allem Pflegeprodukte drin. Hier haben wir dann einmal die Box. So schaut es aus, wenn man dann den Flyer runtergenommen hat. Wir haben ein Seidenpapier, was mit so einem Klebi zusammengehalten wird. Ich rieche eigentlich immer gerne an den Boxen, um so ein bisschen das Gespür dafür zu bekommen. Aber ich bin halt erkältet, ne? Ja, und so rieche ich auch wirklich einfach gar nichts. Auch was, ne? So, ich mache mal den Klebi auf und dann erwartet uns hier auch ein anderes Kuschelpapier. Also die scheinen irgendwie mehr auf diese Nachhaltigkeitsgeschichte gehen zu wollen, weil dieses Kuschelpapier ist halt ganz normales Papier und gar nicht so beschichtet, gar nicht bunt. Finde ich nicht schlimm, muss ich wirklich gestehen, ne? Weil das ist ja im Prinzip auch nur Füllmaterial und natürlich hat man dann ein etwas anderes Boxenerlebnis, aber wir schauen jetzt mal rein. So.
Wir haben von Ahava Dead Sea Water Mineral Shampoo. Also ich hatte schon, da sind drin 40 Milliliter, ich hatte schon von Ahava verschiedene Produkte. Die Handcreme, die Bodylotion, die Duschgeschichte, aber ich hatte noch nie ein Shampoo von denen. Das lohnt sich dann auf jeden Fall mal, das auszuprobieren. Ne? Das ist ein veganes Produkt. Riecht auch ein bisschen frisch hier raus. Das ist mit Enriched with Mineral Osmota und Aloe Vera. Das finde ich gut. Das reinigt das Haar und hinterlässt Feuchtigkeit. Das finde ich richtig, richtig klasse. Das mag ich gerne leiden. Und das wird ausprobiert, ne? Werde ich euch im Aufgebraucht-Video dann mal drüber berichten können. Dann habe ich hier was von Polar mit drin. Und zwar ist es eine Creme Jeunesse, also eine Creme für die Jugendlichkeit. Neige Eternelle aux Fleurs Arctiques, also quasi mit arktischen Blumen. 20 Milliliter Eternal Snow. Das hört sich schön an, ne? Youthful Promise Cream. Also ihr merkt, ne? Also hier sind Anti-Aging-Produkte drin. Das ist dann nicht unbedingt eine Beauty-Box, die ich jetzt so irgendwie einer unter 18-Jährigen empfehlen würde, ne, oder einer unter 20-Jährigen. Wir haben hier oft Anti-Aging und sowas drin. Also dementsprechend eher so eine Box, die sich eignet für jemanden, die halt ein bisschen älter ist. Älter, so wie ich halt, ne. Ich bin 32, ja. Und ich brauche halt auch, oder ich nutze gerne Anti-Falten-Produkte. Polar ist eine angenehme Marke, also da hört man viel Positives drüber. Die Produkte sind auch immer relativ hochwertig und hochpreisig. Ich persönlich habe mit Polar bislang oder bisher leider keine positiven Erfahrungen gemacht. Also entweder hat das Produkt bei mir gar nichts bewirkt oder ich habe es nicht so gut vertragen. Ne? Also dann gucke ich mal, ob ich mich an die Creme rantraue. Das hier ist ein Produkt, nee, so ähnlich. Wir hatten das, ich glaube, vor relativ einem Jahr auch als Fußprodukt drin. Bloom and Blossom Hands Up HD Fying Hand Cream. Also auch da wieder Anti-Aging ist am Start. 15 Milliliter. Und so eine Handcreme mit Niacinamiden. Das ist auch interessant, ne? Weil Niacinamide, die sind doch auch eher so porenverfeinert. Gut, kann man vielleicht bei den Händen auch irgendwie gebrauchen, ne? Dass da quasi das Hautbild verfeinert wird. Ich werde es ausprobieren und werde euch dann auch mal darüber berichten, weil so eine kleine Geschichte, die hat man gerne mal so in der Handtasche mit dabei, das mag ich. Das ist ein Produkt, das ist auch ein bisschen hochpreisig, würde ich sagen. Skin Chemists London, die sind gar nicht günstig. Wir hatten mal öfters auch von denen irgendwelche Toner und sowas drin. Ich meine, dass ich da was auch im Backup von habe. Hier haben wir Rose Quartz Use Defense Lip Plump. Also quasi Lippen sollen aufgeplumpt werden. 8 Milliliter sind hier drin. Rosenquarz finde ich auch ganz angenehm. Also das ist ja auch so ein Stein. Wir hatten damals oft Rosenquarz bei uns überall so rumstehen, weil das angeblich so Energien aufsaugen und konzentrieren sollte. So dass zum Beispiel am Fernseher hatten meine Eltern das oft einfach stehen, so einen fetten Rosenquarz, ne? Ob das was bringt, man muss wahrscheinlich halt auch ein Stück weit dran glauben. Ich werde den hier einfach mal aufmachen und in mein Fullface Beautybox mit reinnehmen, weil ich sehe hier gar nicht so viel dekorative Kosmetik und der Januar steht bei Beautyboxen oft für Pflege. Und dann habe ich natürlich mit meiner wundervollen Videoreihe Fullface Beautyboxen, ne, immer ein kleines Problemchen, weil ich brauche dann dekorative Kosmetik, wobei ich noch einiges in meiner Probier-mich-aus-Kiste noch habe. Aber es soll natürlich um Beautyboxen sich drehen. Das finde ich, ich weiß nicht, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich nutze solche Produkte aktuell halt super intensiv und viel und deswegen passt mir das gut, ne? Ich habe jetzt hier auch schon seit einer Weile in Anwendung und fast aufgebraucht von Clean ID, Catrice Protecting Lip Serum, ne? Und wenn das leer ist, dann kommt eigentlich erst der von By Terry dran und dann würde ich den einfach mal nehmen. Ich finde sowas ganz cool, weil das einfach so, ja, es gibt einfach einen pflegenden Effekt und gleichzeitig so einen Gloss-Effekt und das mag ich ganz gerne leiden. Deswegen kommt das hier, wie gesagt, in mein Fullface Beauty Box und wird dann einfach so, während ich meine Foundation und sowas auftrage, integriert. Warum eigentlich nicht? Ne? Dann können wir gucken, ob das wirklich meine Lippen aufplammt. Ich glaube sehr weniger. Optisch ja. Aber ich glaube nicht wirklich. Und das, ja, egal. Es sind halt immer solche Sachen, die man gerne so hätte, aber die dann wahrscheinlich eher weniger passieren. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 4 Produkte und ich habe hier noch 2 weitere. Das finde ich toll. Bubble Tea, das ist ein Lavender Tea Body Wash. Let the feeling of this calm moisturizing body wash hydrate and nourish your skin. A bespoke blended fragrance of citrus lavender and tea. Citrus Lavender.
and tea extract to soothe your skin and relax your mind. A clear botanical experience to add to your bedtime ritual. Ja, 100 ml haben wir hier drin, also das soll uns wirklich chillen, wenn wir abends duschen. Ich dusche abends auch immer, das passt für mich dann auch, ne? Aber wenn da Zitrus mit drin ist, dann ist das nicht unbedingt was für mich, weil ich bin kein Fan von zitrischen Düften. Ich werde es aber trotzdem einfach mal ausprobieren, oder? Kann man wohl mal machen. Jo, Bubble Tea ist auch irgendwie eine Marke, die hängen doch auch irgendwie... Also jedenfalls hatte ich das irgendwie so im Hinterkopf, dass das auch irgendwie mit Look Fantastic zusammenhängt, oder? Weiß ich echt nicht. Wisst ihr, da schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich dachte nämlich immer, dass Bubble Tea irgendwie auch zu diesem The Hut Group dazugehört, wo ja auch, also The Hut Group, da gehören ja die Look Fantastic Beauty Box und die Glossy Box hinzu. Mittlerweile auch Cult Beauty tatsächlich. Das ist auch interessant zu wissen, ne? Hier kommt richtig Information. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was einfach eins meiner absoluten geilsten Lieblingsprodukte ist von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray. So ein geiles Produkt ist das. 10 ml sind hier drin enthalten. Und das ist etwas, das sprühst du dir auf dein Kopfkissen vom Schlafen gehen oder so, ne? Und das soll halt die ganze Geschichte so ein bisschen chilliger machen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, falls man kein Lavendel mag, hat man hier zwei Lavendelprodukte drin. Ich liebe Lavendel. Lavendel ist klasse. Wir haben hier bei uns zu Hause auch super viel Lavendel stehen, denn es riecht nicht nur klasse, wie ich finde, sondern hat auch so eine beruhigende Wirkung. Gleichzeitig gut als Pflanzen, 1A für Hummeln, Schmetterlinge und so weiter, ne? Ist natürlich ein Träumchen. Aber Lavendel ist auch super gegen Motten und gegen Spinnen und sowas. Also falls ihr damit Probleme habt, stellt euch eine Lavendelpflanze einfach so ans Schlafzimmerfenster oder so. Also kann ich nur empfehlen. Ja, und ich glaube sogar, das hilft ein Stück weit sogar gegen Mücken. Ich glaube schon, ne? Ich liebe diesen Duft. Ich könnte da drin baden. Ich finde es echt klasse. Ja, Mensch, ne? 6 Produkte hatten wir hier drin. Und für mich persönlich war das eine gelungene und tolle Box. Also ein toller Start jetzt ins neue Jahr. Ich werde damit meine Freude haben. Da sitzt kein Murks mit dabei, also nichts, wo ich sage, kann ich so gar nichts mit anfangen. Wir haben schöne Produkte hier drin, oder? Was meint ihr? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, aber ich finde, dafür, dass wir halt wirklich Januar Pflegemonat und dieser ganze Recovery-Monat gedünsen haben, ist das schon ganz gut getroffen für mich. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und der Look Fantastic Beauty Box. Ich wollte schon wieder Adventskalender sagen. Ich bin auch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, man sieht es kaum, ne? Da ist ja auch noch Weihnachten, da habe ich auch noch ein Wichtel stehen. Hier steht auch überall noch Weihnachtsdeko und wir haben auch noch den Tannenbaum stehen. Schreibt mir gerne mal auch unten in die Kommentare, was so bei euch der Tag ist, wo die Weihnachtsdeko rausfliegt. Also wir haben teilweise Weihnachtsdeko noch bis Ostern stehen, einfach weil wir nichts für dazwischen haben, bin ich ehrlich. So, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!